So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Ihr seht schon oben rechts, Beast Boy ist jetzt da. Aber kurz weg, ihr seht mein Level. Wir sind jetzt bei Level 220. Also gestern bei den Aufgaben war es schon 215. Aber das Leveln klappt ganz gut. Ihr habt hoffentlich den XP-Glitch ein bisschen angeguckt, den ich euch gezeigt habe mit dem LTM. Wenn nicht, einfach mal auf dem Kanal durchgucken. Ich sage, Leveln ist jetzt am Ende der Season noch leichter geworden, aber darum soll es nicht gehen. Wir gehen natürlich direkt rein in den Shop und da ist er, unser Beast Boy. Einmal der Beast Boy selber mit passendem Rückenaccessoire. Ganz ehrlich, ich finde aber, das Rückenaccessoire passt nicht zu dem Skin. Seid mir nicht böse, aber der Skin ist nice, aber das Rückenaccessoire passt irgendwie gar nicht. Und dann haben wir natürlich noch die Pickaxe dabei. Ja, hört schon an wie ein normaler Baseballschläger und natürlich das Verwandlungs-Emote. Ist schon nice. Es ist schon nice. Also daran sehen wir schon, es ist einiges möglich, wenn jetzt sogar in Anführungszeichen Tiere da sind. Hier nochmal der Skin. Der ist auf jeden Fall wirklich nice. Man muss halt gucken, wie es in-game aussieht, aber ich habe schon einige Live-Gameplays gesehen. Sieht halt echt nice aus. Aber für 2000 V-Bucks kann man natürlich sparen, weil man kriegt natürlich die Pickaxe noch dabei. Aber wir gucken mal gerade, der Skin alleine kostet 1800 V-Bucks. 1500 hätten auch gereicht, würde ich jetzt einfach so behaupten. Und denkt dran, wenn ihr euch das Ganze gönnen wollt, natürlich gerne mit Unterstützung für mich. Einfach meinen Creator-Code eintragen, YT-FamilyHack. In dem Sinne würde ich sagen, gehen wir mal weiter. So, was haben wir nämlich noch drin? Das Echo. Paket, was heißt Paket? Die zwei Stile von Echo, lol. Ja, wir haben, wie viel haben wir? 20 vor 5, man kennt es. Dann, da, 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 dann, dann, da, da, dann, haben wir Zwielichtsicheln drin. Ja, die sind okay. Und dann haben wir den Echo Jet. Finde ich persönlich, das ist eigentlich ein schöner Gleiter. Ja, Fortnite backt wieder ein bisschen rum, weil er dauernd die Stile zu schnell rumwechselt. Dann haben wir die Echo Tarnung. Ja, die ist okay. Die fällt wenigstens ein bisschen auf wegen dem Weiß. So, da haben wir nochmal das Beast Boy Paket. Und dann haben wir den Doppelfangzahn. Und natürlich die Scharlachnatter. Auch in zwei verschiedenen Stilen. Einmal in Dunkelrot, einmal in Weiß-Gold. Auch ein schöner Skin, finde ich persönlich. Weil ich hab mich irgendwie in dieses Rückenaccessoire verliebt, ne? Es sieht einfach nice aus. Gut, da nicht. Aber bei dem. Ja, Travis Scott. Vielleicht kommt er heute. Furchtlose Fangzähne natürlich auch da. Boah, wie schnell ändern die denn die Stile, ey? Dann die Himmelsnatter ist wieder da. Dann der Panda-Beauftragte. Ja, ich habe ja gesagt, die Kuschelbeauftragten kommen jetzt. Ich sag nur, der Ladebildschirm. Irgendwas wird mit der Kuschelbeauftragten passieren. Dann Wukong ist auch wieder zurück. Auch ein schöner Skin. Den hat mein ältester Sohn sich immer gekauft. Dann in Jingu Bang. Oder Jingu Bang. Nicht fahre Bang. So, dann haben wir des Weiteren drin Knight Rider. Finde ich immer noch ein schönes Skin. Ich würde mir zwar auch wünschen, ohne Gesicht, also ohne Helm, ohne Gesicht, ohne Helm, aber hier seht ihr wieder das Rückenaccessoire. Es ist einfach nice. So, das ist aber das passende Rückenaccessoire zu dem Skin. Ah, gut, muss nicht jedem gefallen. Dann Speeranger ist wieder da. Dann der Flow. Dann Survival Assault. Ne, Survivor Assault. Meine Güte. Dann die Spektralhacke ist wieder da. Ist wieder da. Auch finde ich persönlich eine schöne Pickaxe. Aber halt klassisch. Und dann der Seestock ist auch wieder zurück. Und das müsste es eigentlich schon wieder gewesen sein. Denn Batman war schon drin. Ritter der Runden Tafel war schon drin. Doppelagent. Und unser Dauerbrenner. Der letzte Lacher. Das letzte Lacherpaket. Und ich gucke schnell, was ist denn Rette die Welt los? Kriegen wir heute wenigstens V-Bucks? Waren schon lange keine Missionen mehr? Nein. Auch heute gibt es nur die Tagesmissionen in Rette die Welt. Und damit würde ich sagen, euch viel Spaß beim Leveln, viel Spaß beim Shoppen. Denkt dran, gebt nicht zu viel Geld aus. Und in dem Sinne, euch einen schönen Tag und haut rein.